Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Prey. Tja, wo wir ja tatsächlich in der letzten Folge hier in dem Büro von uns selber gekommen sind und wir haben ja hier, ja, uns wurde eine Nachricht gezeigt und da hätten wir auch so schon fast erfahren, wie das hier überhaupt alles so zustande gekommen ist, aber der gute Bruder von uns hier, der Dicke, hat das ja dann doch noch abgebrochen. Und wir sollen uns ja jetzt irgendwie in Richtung Werkstatt bewegen. Und da haben wir vielleicht die Möglichkeit, eventuell die Server mit Hilfe von jemandem da wieder zu stabilisieren, sag ich mal. Und dann haben wir vielleicht, wie gesagt, die Möglichkeit, uns das nochmal anzuschauen. Aber momentan müssen wir da natürlich erstmal hin. Und bevor wir das aber machen, werden wir erstmal, wir haben nämlich auch schon im letzten Part gesehen, diesen Recyclingbehälter hier, Recycler, öffnen. Und da können wir jetzt Gegenstände, die wir jetzt eigentlich gar nicht brauchen, sage ich mal, die können wir dann da reinwerfen. Aber was wir dann halt rausbekommen, weiß ich jetzt nicht. Eine Dose erfrischende, kalte, grüner Tee. Statt 5 Gesundheit wieder. Wie kann ich das denn jetzt? Schrott übertragen. Was ist denn jetzt? Ja, was weiß ich denn? Woher weiß ich denn, was jetzt überhaupt Schrott ist? Was ist denn, wenn ich das jetzt hier... Zack, aha. Schrott. Ach, da, das ist alles Schrott jetzt zum Beispiel. Okay. Zitronenschale. Eine Zitronenschale, bitteschön. Das schmeißt man noch nicht im Recycler, also ich bitte euch. Ganz ehrlich mal. Tulpenstrauß. Was wir alles haben, wa? Spule. Sollen wir das jetzt einfach mal verarbeiten? Wie geht das überhaupt? Nein, ich möchte das jetzt nicht nehmen. Ich möchte das jetzt eigentlich. Oder haben wir das jetzt da drinne? Übertragen. Schrott übertragen, ja. Automatisch sortieren. Nein, brauchen wir nicht. Bleibt das denn jetzt da drinne? Oder wie? Ah, gucke mal. Okay, benutzen. Was ist jetzt da rausgekommen? Was haben wir jetzt? Was haben wir denn da jetzt überhaupt bekommen? Wo sollte sich das denn jetzt befinden überhaupt? Gegenstände? Neuromods. Haben wir da. Oh, wir haben ja sogar noch 4 Stück. Sehe ich gerade mal. Mensch. Da können wir doch erstmal gleich was machen hier, oder was? Hebelkraft. Reparatur 2. Du benutzt Ersatzteile, um defekte geschützte Operationen Einheiten. Ah, dann können wir die wieder reparieren. Erhöhte Effizienz mit Ersatzteilen. Was haben wir hier? Anzugmodifikation. Zerlegen. Zerlegs Ausrüstung. Okay. Was haben wir hier noch? Materialexperte. Erforderlicher Neuromods 3. Wir haben ja 4. Ach so, ja, das hat was mit Recyceln natürlich zu tun. Reduziert Ausdauer müssen. Okay. Was haben wir denn noch bei Sicherheit? Was ist denn das hier? Achso, das hatten wir schon. Kampffokus 1. Kampffokus 10 Sekunden lang. Das hatten wir schon, ne? Dann brauchen wir 2. Lautlosigkeit ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber das hier oben interessiert mich jetzt gerade sehr. Schusswaffen 1. Erhöht den Schaden. Sicherheit. Oh! Wisst ihr, was denn nehmen wir jetzt einfach? Für was haben wir denn die ganzen Neuromods? Wir wissen ja auch gar nicht mal, wie lange die Demo jetzt überhaupt noch gehen wird. Also, was soll's. Und da habe ich mal eben schon gesehen, man kann ja sogar. Zack, und dann. Das ist ja mal richtig nice. Wir können richtig schön weit ranzoomen. Coole Sache. Okay, würde ich sagen. Hier haben wir soweit alles gesehen, denke ich mal. Ja, das hatten wir im letzten Part schon. Was ist hier noch? Mach mal an hier. Okay, ja, man hört jetzt leichte Musik im Hintergrund. Kommen wir hier durch? Nee. Aber kommen wir hier vielleicht oben lang? Weil wir brauchen ja noch immer diese olle Schlüsselkarte eigentlich.
Okay, jetzt sind wir hier wieder. Den Geschützturm, wisst ihr was? Den nehmen wir auch wieder mit. Falls hier gleich wieder... Los, aufbauen! Schieß! Alter. Nee, jetzt sind nur noch wir hier. Ich möchte natürlich möglichst viel Munition auch sparen. Weil wie gesagt, klar, wir wissen nicht, wie lange die Demo noch gehen wird, aber das ist ja erstmal egal. Erstmal können wir noch sparen. Wo es denn geht. Genauso. Kampfgrundlagen, ja. Ja, hier wird uns auch nochmal der Kanonen nochmal ein bisschen erklärt. Wenn du kämpfen willst. Gegnerfeuer mit dem Werkzeug. Außer Gefecht setzt. Ja, dann frieren wir die nämlich ein oder machen die mit dem Clipper irgendwie steif. Hier waren wir doch noch gar nicht. Kimmo, da liegt noch eine Knarre. Dann noch eine. Hier, da waren wir auf noch gar keinen Fall noch nicht drin. Und da müssen wir aber wohl irgendwie hin, ne? So wie es ausschaut. Okay, gehen wir mal weiter runter. Wieder weiter runter. Da haben wir noch einen Geschützturm. Wir kommen ja momentan eigentlich noch nirgends rein, ne? Das ist ja noch alles abgeschlossen hier. Okay, ich muss mir merken, fallen lassen und dann gleich aufbauen. Den Geschützturm. Waren wir hier? Da waren wir auch schon drin. Wo bekommen wir denn diese olle Schlüsselkarte her, verdammt nochmal? Hier waren wir schon drin. Hier haben wir diese Neuromods rausgeholt. Was ist denn eigentlich mit diesem Helm hier? Können wir den auch nehmen? Ach, das haben wir sowieso schon alles an, ne? Diesen Schutzanzug. Talos 1 Station. Was ist hier? Oh, eine Zigarre. Nehmen wir mit. Hier haben wir nämlich diese Neuromods gefunden. Oder bekommen. 2030. Oh. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Na, das ist ja sehr schön. Was haben wir hier? 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. Juhu! 1980 bis 1994. Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobek-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. Oha. Und natürlich mache ich das jetzt in verkehrter Reihenfolge hier, ich Blödmann. 1964. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. Mhm. Schön. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. Mhm. Ist sehr interessant alles, ne? Ich finde das auch wieder super gemacht, alles. Das ein hier, das alles so ein bisschen erklärt wird nochmal. Also, dass hier wirklich so viel mit reingemacht wurde. Oh, na, das ist aber ein Schinken, wa? Also, wie gesagt, wer sich das hier durchlesen möchte, drückt bitte Pause. ja. Könnt ihr auf Pause drücken. Das ist hier der... Genau. Nein, nicht ausfahren. Mitnehmen. Den nehmen wir mit. Hier haben wir jetzt sonst wirklich gar nichts weiter, ne? Gut. Aha, wer ist das? Ah! Das ist doch der Kennedy hier, oder nicht? Steht das hier nicht? Hallo? Einmal bitte... Das sieht so aus, ne? Möchte ich sagen, dass der das sein soll. Aber warte, was ist das hier noch? Hier haben wir nochmal Blumen. Brauchen wir nicht, ne? Nehmen wir nicht mit. Aber wo, ey, wir müssen doch jetzt irgendwo noch so eine olle Schlüsselkarte finden, oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da reinkommen soll, verdammte Axt. Oder was ist mit dieser Tür hier eigentlich? Ach, hier ist ein Lift. Wird gespannt. Oh, dann müssen wir ja das Ding hier lassen, wa?
Fehlfunktion. Lobby? Ja, genau da, wo wir... Oh. Mühelos von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. In der Kantine serviert. Laut System ist alles in Ordnung. Nur, der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Ja, dann hau mal hinter, Junge. Dann lass dir mal schnellstens was einfallen. Ach, die können wir sogar tragen. Das sieht ja jetzt auch erst. Okay. Da ist noch ein Geschützding. Da war ja nichts weiter, ne? Da konnten wir ja nirgendwo hin, oder? Nee, eher weniger, ne? Hier ist alles rot. Scheiße, Mann. Wir können hier zwar die Leute alle mit... Ah, das bringt uns so alles gar nicht. Waren wir da schon? Hier sind wir auch noch nicht drin gewesen, oder was? Also, ja... Ah, ist schon sehr cool gemacht, alles. Sehr, sehr schön. Die haben wir schon abgegrast hier. Irgendwo müssen wir doch... Da waren wir auch schon oben. Da waren wir aber noch gar nicht. Kommen wir da irgendwie vielleicht hin, wenn wir uns da irgendwie so ein bisschen lang sneaken oder so? Was ist das hier noch? Oh. Guck mal. Kartoffelchips. Die nehmen wir doch mit. Zitronenschale. Was ist das hier noch? Zigarrenbox, ne? Ja. Eine Zigarrenbox. Das sieht alles so gleich aus hier teilweise auch, ne? Hier ging es ja auch nicht rein. Aber, ah, warte mal. Das war jetzt nämlich meine... Hebelkraft 3. Dann hätten wir das beiseite räumen können. Ist ja auch nice, ne? Aber so viele Neuromods hätten wir eh nicht gehabt, um das machen zu können. Und hier war ebenfalls alles zu. Weil uns eben die Schlüsselkarte fehlt, beziehungsweise der Code dafür. Scheiße, Mann. Aber meine Vermutung ist jetzt... Kann man hier nicht lang? Natürlich. Ha! Alter! Okay, ich glaube, ich bleib erstmal noch lieber bei der Rohrzange. Wir haben nämlich nicht viel Munition. Da geht das gleich wieder voll zur Sache hier. Okay, aber daran sehen wir wenigstens, dass wir hier noch nicht waren. Und hier ist auch offen. Haha. Du Arschloch, denkst, ich hab dich nicht gesehen? Mann! Du blöde Ratte. Alter. Also meiner Meinung nach ist das auf normal schon richtig schwer. Hier, der Stuhl hier. Ja, Kollege. Ich hab dich doch gleich gesehen. Die droppen auch immer nur Scheiße, ne? Ehrlich gesagt. Alles mitnehmen. Wir werden uns hier erstmal schön bedienen. Schön bedienen. Oh, ist schöne, gute Sachen hier drin. Bier war das. Was? Bier? Ja? Coole Sache. Hier oben sind auch noch Schränke. Was? Was nehmen? Oh, eine Notiz. Alle unbeschrifteten Nahrungsmittel werden am Freitag. Ja, das kenne ich von der Arbeit auch. Das kenne ich von der Arbeit auch. Schreibt immer schön den Namen rauf. Pioniere der privaten Raumfahrt. Okay. Oh. Tja, jetzt wo gar keiner mehr schafft. Neues Ziel. Moment. Bist du unterwegs? Unterwegs wohin? Octavia, es hat einen Alarm gegeben. Wir müssen uns sammeln. Wie schön, dass du dir Sorgen machst. Aber es hat schon früher Alarme gegeben und ich muss bis zum Ende meiner Schicht noch 3 von diesen tollen Staubsaugern reparieren. Oh, jetzt sind es 4. Gerade wurde noch einer gebracht. Diese Dinger sind der reinste Schrott. Ich glaube, das ist keine Übung, Octavia. Ich schicke dir den Code. Bitte, komm sofort zu den Fluchtkapseln. Okay, wir haben Code bekommen. Wie kann ich den jetzt überhaupt nachschauen? Bei Ziele wahrscheinlich, oder? Wir haben einen Code bekommen. Aber... Verdammt, wo sehe ich den denn jetzt? Ebene 3 müssen wir.
Inventar. Neuromods. Status. Kein aktiver Status. Daten. Pionier. Ach, das sind die Sachen, die wir alle schon gefunden haben. Hier diese ganzen Zeitschriften und Bücher und Notizen. Aber nein, warte mal. Bleib mal noch drin. Irgendwo muss man doch hier aber den E-Mails. Audio-Logs. Okay, das sind die Dinge. Zugangsdaten. Ah, da! Missionsplanung. 5087. Müssen wir uns mal merken. 50. Oder können wir das jetzt hier irgendwie aktivieren? Nee, kann ich nicht. Ha. Na gut. 5087. Das werde ich mir sowieso wahrscheinlich wieder nicht merken können. Ich kenne mich ja. Oh. Ich kenne mich ja. Momentan ist so wieder alles ruhig jetzt hier. Sehr schön. Da haben wir hier nochmal. Ah, hier ist nochmal so ein Recycler. Aber wenn wir schon bei sind, dann machen wir das alles mal. Zack, ganzen Schrott rüber. Und, ja, zurück. Und einmal verwerten. Da kriegen wir denn. Aha, organisches Material und sowas alles. Ich hab mit mir schon fast gedacht. Mann, du Blöder. Ist hier noch einer? Alter, die sind doch, die drehen völlig durch immer gleich. Lesen. Internationale Kunst. Auf der Talos 1. Super. So. Lass uns mal so weiter schauen. Ein Billardtisch. Die haben hier, aber wenn man so will, gar nicht schlecht gelebt, ne? Nö. Alter, du siehst. Teilweise siehst du die denn auch gar nicht, weil die so schwarz sind. Die Arschlöcher. Okay, nehmen wir trotzdem was mit. 65% Health haben wir noch, 72 Rüstung. Ist ja momentan noch alles im Rahmen. Eigentlich brauchen wir, wie gesagt, diese Blümchen gar nicht mehr mitnehmen hier, aber. Wenn wir es schon machen können, machen wir es einfach. Da bietet sich gerade an. Ja, hier ist ja jetzt wieder dicht. Ach, jetzt sind wir hier. Da steht die Kanone. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Der Code war 5087. Ne? Ist das vielleicht hierfür schon? Ne, das ist ja Security-Bereich hier wieder. Egal, wir probieren trotzdem aus. 5087. Fehler. Gut, der ist hierfür nicht. Missionsplanung hieß das ja auch, ne? Hier kommen wir auch direkt lang schon wieder, ne? Jump! Traumacenter, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Hier geht doch gar nicht rein. Entriegeln? Oh, bin ich ein Depp? Ich habe gedacht, hier brauchen wir auch eine Schlüsselkarte oder sowas. Okay, das macht die Sache wieder ein bisschen einfacher. Einfach mal drücken. Alter! Ey, die Knarre ist leer, verdammte Kacke. Was? Oh oh. Scheiße. Scheiße! Doch, der kommt gleich, warte mal. Ich wusste ja, dass die Knarre hier noch ist. Der kommt, warte ab. Wo bist du? Komm her, zeig dich. Zeig dich! Alarmbereitschaft ist er schon. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Da, schieß! Hier! Alter, was machen die denn? Treff ihn! Schieß ihn ab! Los! Nein! Oh. Verdammte Axt, wo ist noch so ein Schutzturm? Hier! Helf mir! Alter!
Der ist aber da oben geblieben, ne? Alter, fuck it, Junge. Ich brauch... Wo ist ein Medikit? Medikit. Haben wir gar nicht mehr. Doch, da. Hier, verwenden. Alter. Wie hardcore ist das denn? Okay, mein Kleiner, du musst mitkommen. Ist der da oben noch? Alter, fuck it. Ich höre ihn doch. Los! Nein! Down! Alter Schwede! Letzten Spielstand laden? Oh nee, ne? Ah, das Gute ist, er speichert ja wenigstens automatisch. Alter, wie sollen wir den denn klein kriegen? Eben war ja noch das Gute, dass ich noch halt die Munition hatte in der Knarre, aber ich hab die auch leer gerotzt. Ja, okay, wir fangen wenigstens hier wieder an, das ist gut. Warte mal, wir müssen das gleich so probieren irgendwie. Alter, die sind ja übelst hardcore drauf hier, die Jungs. Schieß! Schieß doch! Knall ihm ab! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Wurde beschädigt? Der ist kaputt. Komplett wieder. Alter, die kriegt doch niemals klein. Ach, das ist für den Schutzanzug. Warte mal, das nehmen wir auch einmal. Wie viel macht der wieder? Der macht 25, stellt das Ding wieder her. Okay. Dann nochmal gleich. Ne, warte mal, bevor wir das Medikit nehmen. Wir haben doch hier noch irgendwo Sachen gehabt, die auch wieder... Ach, wir haben hier noch Munition. Oder was? Ach, für die Schrotflinte. Die haben wir noch gar nicht. Okay, dann sollte ich vielleicht doch mal die hier benutzen. Ausrüsten. Und probieren, die damit irgendwie so klein zu kriegen. Irgendwie muss es doch möglich sein, oder was? Alter Schwede, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen eben. Alter! Ist das eine krasse Scheiße. Also ich glaube, das Spiel wird richtig hammermäßig schwer werden. Da können wir von ausgehen, Leute. Da finden wir hier schon gleich irgendwo die Schrotflinte. Kann doch nicht sein. Was ist das denn hier alles? Alter. Lebenserhaltung. Brücke. Ach so, das sind alles. Ah, alles klar. Besatzung. Okay. Was ist das denn hier? Alter. Es kann doch nicht sein, dass wir die nicht klein kriegen, oder was? Ich trau mich. Oh. Traumazenter. Ein Patient? Ach, der Wasserspender hilft uns sogar auch. Aber bloß 1% macht ja wieder gut. Okay, da stehst du ja ewig. Okay, passt auf. Probier jetzt mal, wo haben wir denn die Knarre? Die Knarre haben wir da. Wir haben noch 11 Patronen. Irgendwie muss man die doch so auch klein kriegen, oder nicht? Ah, verdammt. Lauf weg. Der Anzug. Okay, das geht ja noch. Wenn bloß der eine wenigstens mal herkommen würde, dann würde er vielleicht noch gehen. Okay, er kommt auch anscheinend. Nein, 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 nein. Du machst nicht deinen komischen Angriff hier. Jetzt hau ich dich zu Fuß! Wo bist du, Ratte? Da hinten ist der andere. Der andere hat sich verdrückt erstmal, oder? Das ist der, der Feuer macht oder so, ne?
Ach, der andere sitzt da. Moment. Oh, der kann auch viel mehr ab. Scheiße, Knarre ist leer. Attacke! Und schon wieder down. Alter, die kriege ich niemals klein. Jedenfalls nicht mit der Rohrzange. Im Leben nicht. Alter Schwede, Junge. Das gibt's ja gar nicht, wa? Das kann doch nicht sein, dass das so hardcore ist. Ey, wir spielen das auf normal. Also, das ist echt ein bisschen derbe gerade. Oder vielleicht sollten wir mal probieren, uns... Kontaktieren Sie einen Techniker. Wie? Warum Techniker? Braucht doch gar nicht. Vielleicht können wir uns ja auch irgendwie... rumschleichen um die Viecher. Okay, er hat uns noch nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn wir auf die Dinger hier schießen. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Alter, dann schießen die jetzt auch noch. Huh? Anzug wurde beschädigt. Vitalwerte kritisch. Alter, wir haben doch, glaube ich, den einen schon down, oder nicht? Nein. Benutzen. Jetzt will ich jetzt nochmal wissen. Jetzt muss das doch irgendwie zu packen sein hier damit. Irgendwie müssen wir das doch mal hier hinbekommen, oder was ist das denn hier? Okay, komm schon. Irgendwie packen wir das schon. Dann mache ich den Dings nochmal heil hier, den Anzug. Zack. Zack. Irgendwie muss uns das doch mal gelingen, oder nicht? Ah, jetzt durch den... natürlich durch den Sekt und das Bier haben wir jetzt auch noch hier ein bisschen Schleier vor der Augen. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Hier geht's durch. Mach auf. Mach zu. Verriegeln. Jetzt kommt er hier auch wirklich nicht rein. Bitte geh einfach wieder. Was? Da ist jemand drin. Interagieren. Oh, wir haben doch den Code gar nicht. Ach doch, warte mal. 50. 87? Verdammt. Was steht ja hier vielleicht irgendwo? Was ist das denn gewesen? Nichts. Scheiße, wir brauchen den Code jetzt dafür. Notiz. Wo? Wir haben aber trotzdem den Code dafür nicht. Ich komme doch da jetzt gar nicht rein. Ich will mir... Ach, warte mal. Natürlich nicht. Verdammte Axt. Wir können ihm jetzt gar nicht helfen, weil wir den ollen Code nicht haben. Wo sind das Vieh jetzt? Oh, wir müssen jetzt richtig aufpassen. Hier ist nur noch eine Kammer. Guten Morgen, Talos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Ja, das glaube ich. Was ist denn da drinnen los? Können wir jetzt vielleicht... Sieht ihr uns vielleicht nicht? Was ist mit ihm hier? Neuromod. Ich brauche diese olle Schlüsselkarte. Ich brauche diese... Schlüsselkarte, diesen ollen Code. Aber hier ist nichts weiter.
Okay, wir haben wieder ein Medipack bekommen. Ich würde ja ganz gerne nochmal probieren, ihn down zu bekommen. Aber Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, das probieren wir im nächsten Part. Und vielleicht... kriegen wir doch noch irgendwie die... Hier steht ja auch nicht der Code drauf, ne? Nee, das sind einfach nur seine Daten. Aha, fremd kontrolliert. Das weiß man nicht gut. Da kommen wir nicht ran an die Schubfächer. Nee, Leute, würde ich sagen, das probieren wir im nächsten Part aus. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das doch tatsächlich so lange geht, die Demo. Freut mich natürlich. Und ja, ich hoffe, euch freut es auch. Wenn ja, dann lasst es doch mal ganz gerne wieder sehen mit einem Daumen nach oben. Nochmal wieder verriegeln, genau. So, schön. Und ja, ich würde sagen, bis dahin erstmal macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.